Einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollten eigentlich gerade da runter zum Pool, aber jetzt wurde ich hier hochgesendet. Ach, schau doch mal an. Unser Nachzügler Nummer 1. Heute kommen noch zwei. Ja, das Ding ist aber auch vom anderen Stern, Mann. Lecker, oder? Was ist das hier? Was? Also, krank, oder? Ganz nette Aussicht, meinst du? Und das hier unten ist auf jeden Fall die andere Pool-Area, die wir gestern schon ein bisschen gesehen. Wir haben hier massenhaft liegen, mehr als wir brauchen, einen wirklich riesigen Pool. Also, weiß ich nicht, geschätzt wird das irgendwas zwischen 10, 15 Metern sein. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir eine Schwimmbrille mitgenommen. Dann immer diese übertrieben geile Aussicht und unsere schöne Lounge-Ecke hier. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal Pfeife und Köpfe sauber machen. Der Maxi holt gerade oben noch den restlichen Shisha-Kram. Ja, und dann gibt's halt auch ein Frühstückköpfchen und eine Runde im Pool, ne? Why not? So, Pfeife läuft, Anita turnt schon durch den Pool. Frühstücksköpfchen wird jetzt erstmal genossen. Und heute sollen auch die ersten Tageschallenges kommen. Das heißt, Aus hat sich Gedanken gemacht. Wir haben verschiedene Aufgaben. Wir können sogar noch Wildcards gewinnen. Wenn Shisha Journey geil ankommt und das nächstes Jahr wieder gemacht wird, dürfen wir Wildcards an euch verlosen. Und dann können einfach Leute von euch bei der nächsten Reise mit dabei sein. Und ich sag mal so, das lohnt sich, ne? Ist ganz nett hier. Also ich werde alles bei den Challenges geben und hoffentlich ein paar Wildcards für euch absahen, damit nächstes Jahr ein paar von euch mitkommen können. Also drückt mir auf jeden Fall die Daumen und mal gucken, was die ganzen Challenges so sind. Bin gespannt. Unsere erste Challenge ist da. Wir sind alle gespannt. Oh, so, wie spricht man das jetzt aus? Circuit de Oz. Liebe Hausbewohner, heute steht ein wichtiges Duell an. Es geht um einiges, denn die zwei Verlierer werden mit einer Bestrafung belegt. Oh. Abfahrt 14 Uhr, Start 15 Uhr. Der Gewinner erhält eine Wildcard für Shisha Journey 2025. Die zwei Verlierer hingegen müssen einkaufen gehen und für die restlichen Bewohner heute Abend Burger zaubern. Dann let's go. Und wer macht heute Burger? Aber was die Challenge ist, wissen wir jetzt noch nicht. Naja, man könnte es erahnen. Wenn wir wohin fahren? An der Überschrift. Was war denn die Überschrift? Ostermann-Jana. Oh, damn. Okay, geil. Ja, let's fucking go. Jetzt zum Kartfahren fahren. Noch die kleine Roomtour. Also hier unten ist unser Poolhaus. Hier ist der riesige Pool. Dann natürlich eine wundervolle Aussicht, aber die sehen wir gleich noch ein bisschen besser. Dann gehen wir hier die Treppe hoch und kommen zu unserem kleinen englischen Garten hier. Hier fängt das Haupthaus schon an. Vorne noch mal eine kleine Chill-Out-Area, aber wir sitzen eigentlich eben am Pool. Hier unten ist so ein kleiner Hauptraum, den sehen wir aber gleich nochmal. Dann geht es hier wieder hoch. Und da ist auch Haupthaus, da ist mein Zimmer. Hier geht's rein. Ich zeige euch aber noch, obwohl wir können drinnen hochgehen. Dann haben wir hier so eine Art Esszimmer. Hier ist die absolut riesige Küche. Da geht es dann zu den Parkplätzen. Da vorne sind Yannicks Zimmer links und ich glaube René ist rechts. Ganz wilde Tür hier. Und das ist der Eingangsbereich, der kleine. Ne? Da sind wir gerade hochgekommen vom Pool. Der kleine Eingangsbereich hier, ja, ganz nett. Ne? Zum Schuhabstellen reicht's, würde ich sagen. Dann geht es hier noch hoch, wir sind im Esszimmer. Und oben sind noch Maxi und Schmidi, also ihre Zimmer. Dann ist hier noch mal ein kleines Wohnzimmer. Und von dem Wohnzimmer kommt man auf den Balkon. Und der hat nicht nur eine wunderschöne Aussicht, nö, der hat auch noch einen kleinen World Infinity Pool. Nett, da müssen wir eigentlich auch unbedingt noch eine Pfeife drin rauchen. Wie geht das? Keine Ahnung. Krieg ich nicht hin. Ja. Und das ist unsere Hütte. Ich würde sagen, das
werden wir wohl überstehen, die Tage, nicht? Also das ist geisteskrank. Und das Grundstück geht halt komplett bis da unten. Das ist auch alles noch Grundstück. Also es sind irgendwie 348.000 Quadratmeter Grundstücksfläche und 700 Quadratmeter Wohnfläche. Ich will nicht wissen, was das kostet. Ach ja, das ist übrigens noch eine von unseren 12 Esstischgelegenheiten. Ne? Klar. Ja, wunderbar. Das ist die Butze. Kann man, denke ich, machen. Okay, ich muss alle Akkus laden und ready machen. Wir gehen Kart fahren. Geil. Okay, in ein paar Minütchen sollten wir da sein. Und René meinte, er kennt die Strecke und ist die auch schon ein paar Mal gefahren. Und die soll wohl sehr, sehr geil sein. Ui. Junge, das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Da sehen wir uns. Sehr. Und die Mädels fahren mit dem, weil die haben Handicap. Also ich fahre mit dem, weil ich habe hier mein Handicap. Die Mädels haben kein Handicap, die sind am leichtesten. Die kriegen nur 10 PS. Und dann müsst ihr uns heute Abend lecker Burger machen. Jetzt kriege ich aufs Maul, weil ich kurzkotzig geworden bin. Safe. Qualifying hinter uns, dann hatten wir eine Fun-Runde mit diesen Duo-Karts und jetzt gehen wir in die dritte Runde. Aber René und Schmidti sind zu schnell. Ich glaube leider, ich kriege hier keine Wildcard heute für euch. Dann muss ich den nächsten Tag alles geben. Ich versuche es. Ich habe schon mal so übertrieben, dass ich mich gedreht habe. I will try. Aber die sind schnell. Und ich habe Handicap. Ich war konstant auf dem dritten Platz, aber an Schmidti und René bin ich einfach nicht rangekommen. Ich sage aber eins, ich bin richtig gut an René dran gewesen. Ich wüsste wirklich gerne, die Dinger haben 14 PS, ob hier 120 Kilo auf 14 PS kommen oder so 60, 70, 80 Kilo auf 14 PS kommen. Ich wüsste gerne, wenn wir hier mit fairen Mittelchen gekämpft haben, ob das genauso ausgegangen wäre. Es war geisteskrank geil, es hat ultra viel Spaß gemacht. Es tut mir nur leid, dass ich noch keine Wildcard für euch habe. Aber wer weiß, die nächsten Tage, es kommen noch ein paar Challenges. Wir gucken. Gut, jetzt geht's heim und ab in den Pool, Digga. Durchgeschwitzt bis zum geht nicht mehr nach dem Kartfahren. Träumchen. Die Insel ist wunderschön, ey. Gerade wenn die Sonne untergeht, sieht das einfach alles geil hier aus. Und mittlerweile sind wir wieder in unserer Finca. Wir haben ein Köpfchen gemacht. Maxi und ich waren der Squad, der zuerst in die Finca zurückgekommen ist. Felix und Basti waren der Airport-Transport. Der René und die anderen waren Einkaufs-Squad. Und jetzt müssen die Verlierer von heute
Also Yannick und Nastja uns lecker, lecker Burger machen. Das ist sehr nice. Und wir sitzen hier am Pool und rauchen Pfeife. Und der Gewinner da drüben lässt sich hoffentlich schön bedienen. Mr. Race-Legende. Ja, nicht nur das. Bedient werden wir ja alle, die nicht verloren haben. Aber du kriegst noch deine Wildcard für nächstes Jahr. Sehr, sehr geil. Schmeckt. Ich versuche euch auch noch ein paar zu organisieren hier. Ja, wir lassen uns jetzt, wir lassen uns die Pfeife schmecken und danach hoffentlich die Burger schmecken, die anderen zubereiten müssen. Aber Kartfahren war eine absolute 10 von 10. Nächstes Jahr aber mit gleichem Gewicht, dann ziehe ich euch ab. Maybe. So, und wo es jetzt losgeht mit den ganzen Challenges, wollte ich euch noch erklären, was das überhaupt ist, was wir hier machen und so. Also, das ist Shisha Journey und bei Shisha Journey gibt es jeden Tag eine Challenge. Und diese Challenge sollten wir natürlich versuchen zu gewinnen. Und für den Gewinner gibt es eine Wildcard. Und die Wildcard ist aber eigentlich nicht für mich, sollte ich eine gewinnen, also ich versuche es auf jeden Fall, sondern die ist für euch. Das heißt, wenn Shisha Journey nächstes Jahr in die nächste Runde gehen sollte, hoffentlich, wäre auf jeden Fall geil, dann kann ich mit meinen Wildcards Leute aus meiner Community mitnehmen. Das heißt, wir können dann irgendwie ein Bewerbungsverfahren starten und dann können Leute von euch mitkommen. Maximal kann man übrigens 2 Wildcards gewinnen bei 5 Challenges. Also jeder darf nur maximal 2, weil dann geht es an die nächste Community, damit es ein bisschen fairer ist und ein bisschen verteilter ist. Ne? Und mit diesen Wildcards könnte dann einer von euch nächstes Jahr, wenn es eine nächste Shisha Journey gibt, mitkommen. So, das sind die Challenges. Wir kriegen Aufgaben, die wir machen. Der Gewinner kriegt die Wildcard und die Verlierer von jeder Challenge, die kriegen dann auch noch eine Bestrafung. Was das dann immer ist, ist tagesabhängig. Das könnte mal das eine sein, dann das andere. Aber das ist Shisha Journey und das sind die Challenges bei Shisha Journey. Duftet schon gut. Die Kartverlierer haben uns Abendessen gezaubert. Uiuiuiui. Da geht ja schon los hier. Bitte mir Bescheid geben. Hallo, ich hätte gerne einen Cheeseburger. Herr Ober, mich dürstet nach einem feinen Tropfen. Sehr gerne. So erlösen Sie mich. Sehr gerne, der Herr. Oh, vielen lieben Dank. Feinmundig, weich, im perligen Abgang, fruchtig. Toll. Also, Abendessen war auf jeden Fall Schmack auf Herz. Janik, musst du jetzt langsam fahren? Nein, aber die Burger waren wirklich gut. Dankeschön. Das war bestimmt scheiße, hier bei 3 Millionen Grad noch ewig in der Küche zu stehen. Ach. Wie fühlt sich der Gewinner mit der Wildcard? Extrem gut. Extrem gesättigt. Ja, war gut. Wirklich. Daumen nach oben, Janik. Kuss.